Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon XY, der dunkle Sturm. Wir befinden uns hier im wunderschönen Fennec, das wir ja beim letzten Mal ja erfolgreich befreit haben. Unsere Pokémon geht soweit super. Lichtblick entwickelt sich tatsächlich sogar bald. Sonnenherz macht erstmal Pause, damit Zimt und Milch ein bisschen nachleveln können. Vor allem bei Milch ist das wichtig, weil Milch sich auch noch einmal entwickelt. Und naja, es ein bisschen länger zum Leveln braucht als die anderen. Ich weiß gar nicht, wer. Brauchst du genauso viel EP wie Lichtblick? Oder brauchst du sogar mehr? Naja, jedenfalls, wir brechen da mal auf, würde ich sagen. Wir haben ja ein neues Ziel vor Augen. Und zwar dahin. Team Krypto wurde in dieser Gegend beim Transport von Objekten gesichtet. Sehen wir uns das mal an. Beziehungsweise. Wir sehen uns das nicht an. Die Reifen des Rollers stecken im Sand fest. Es ist kein Weiterkommen möglich. Tja, da müssen wir nach Fennec fahren. Du hast versucht, in die nördliche Wüste zu kommen, nicht wahr? Aber der Sand im Norden ist sehr tief. Mit einem normalen Roller kommst du da nicht weit. Ja? Verschwundenes Pokémon. Bald, Pyritus. Sefi, wir wurden um Hilfe gebeten. Es gibt ein verschwundenes Pokémon. Es befand sich auf der Libra. Bitte komm zu uns nach Pyritus, um mit seinem Besitzer zu sprechen. Weil wir ja Privatdetektiv sind. Let's go. Verschwundene Pokémon zu finden ist unser... Eigentlich suchen wir keine verschwundenen Pokémon. Eigentlich wollen wir doch nur Team Krypto aufhalten. Oh, wir können auch jetzt, glaube ich, wieder beim Lagerturm und bei Fennec in dem Kolossieren antreten. Das sollten wir vielleicht gleich auch noch machen. Gibt erstmal schöne TMs und Preisgeld und EP. Also, es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Denn ich glaube, wir können Geld ganz gut gebrauchen, oder? Ja. Wie sieht eigentlich unser Ballvorrat aus? Der hat jetzt ein bisschen gelitten. Ja gut, den kann man mal wieder aufstocken. So bei Gelegenheit, wenn wir mal wieder an einem Supermarkt vorbeikommen oder so. Wie sehen Tränke aus? Ja gut, die sollten wir dann vielleicht mal schon ein bisschen eher wieder auffüllen. Wir sollten uns ein wenig Geld organisieren gehen. Also hier können wir mal ganz nach oben. Irgendwie dämlich, dass es hier keinen Aufzug gibt, mit dem man gleich ganz nach oben fahren kann. Aber hey, ich mag es, was sie aus dem Gebäude gemacht haben. Oh, der Pokus war drin da. Machen wir später. Ich rede jetzt nicht nochmal den ganzen Weg wieder zurück. Auch wenn es verlockend ist. Aber wahrscheinlich ist es eh nur irgendwie, keine Ahnung. Wüste haben wir noch, ne? Das ist wahrscheinlich ein Dandan. Hi. Hey, ich habe von Layla gehört, was in Fennec passiert ist. Ich bin erstaunt, dass es ihnen gelungen ist, selbst Primus festzuhalten. Übrigens, der ältere Herr hier kam mit seiner Enkelin, weil er unsere Hilfe braucht. Er sucht sein vermisstes Pokémon. Sefi, sprich doch bitte kurz mit ihm. Drosselia kann erlöst werden. Es tut mir leid, aber ich bin am Ende mit meinem Latein. Du weißt doch sicher von dem Verschwinden der Libra, nicht wahr? Das Pokémon der Enkelin war an Bord und ist mit dem Schiff verschwunden. Ich fand das Pokémon bei meiner Gartenarbeit. Es hatte sich zwischen meinen Bonsai-Bäumen versteckt. Es ist völlig unbekannt, da bin ich sicher. Ich bitte dich inständig, bitte such nach dem armen kleinen Pokémon. Tu es meiner Enkelin zuliebe, was sagst du? Ja, wir müssen hier ja an den Weiser, also ja. Oh, vielen Dank, das ist überaus freundlich von dir. Unser Pokémon heißt Mobai. Es sieht einem kleinen Bäumchen sehr ähnlich. Bitte hilf uns. Meine Enkelin hat ein Foto von Mobai. Wenn du es sehen müsstest, dann frag sie ruhig danach. Wir haben schon selbst Nachforschung angestellt, aber um ehrlich zu sein, haben wir nicht viel herausbekommen. Es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Im Moment können wir nicht viel tun, außer Informationen zu sammeln und jede Unternehmung von Team Krypto so gut es geht zu verfolgen. Sefi, deine Kleidung ist ja voller Sand. Was ist passiert? Ach, ich habe mich in die Sandkiste geschmissen, kein Problem. Also, naja, eigentlich bin ich mit dem Roller am Sand stecken geblieben. Aber das ist peinlich, deswegen sage ich, ich habe im Sand gespielt. Das sind Neuigkeiten. Das könnte der neue Schlupfwinkel von Team Krypto sein. Aber mit einem normalen Roller kommt man in diesem Teil der Wüste wohl nicht sehr weit. Es wird schwierig, dorthin zu gelangen, um Nachforschungen zu stellen. Nun, ihr seid doch Journalisten, oder? Ihr habt doch sicherlich ein Fahrzeug, das mich dahin bringen kann, oder? Da fragt doch mal am besten Junk Importer Portus um Rat. Der kennt sich mit sowas aus.
wenn jemand überhaupt helfen kann. Oh ja, stimmt. Gute Idee, Watt. Shank ist ein alter Kumpel von uns. Ihm und seinem Großvater Alfred gehört der Ersatzteilladen in Porta Portus. Hm? Du kennst ihn bereits? Nun, dann kann ich mir große Erklärung ja auch sparen. Ich setze mich mit ihm in Verbindung. Ich bin sicher, dass er eine Lösung findet, wie du die Wüste durchqueren kannst. Bin ich jetzt irgendwie der erste Mensch überhaupt, der diesen Teil der Wüste durchquert, oder was? Man sollte doch meinen, dass die so ein Fahrzeug haben und sagen, ach, du kommst da nicht weiter. Ja, sowas Blödes aber auch. Komm rein, Junge, wir bringen dich hin. Sollte man von ausgehen. Ist ein Journalistenteam. Die müssten sowas haben. Ich meine, das ist ja der größte Nachrichtensender hier in der Region. Der sollte doch wohl ein Wüstenfahrzeug haben. Hallo, Groudon. Ein schönes Bild von dir. Also irgendwie hätte ich es passender gefunden, wenn hier ein Bild von Kyokris und nicht von Zampax. Pikachu macht Sinn. Kapaloris nicht, oder das ist wieder Groudon. Und da wiederholt sich's dann wieder. Ja. Ich meine, Pikachu passt halt immer, aber... Groudon? Zampax? Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist der Bodentyp und die Tatsache, dass sie aus der dritten Generation kommen. Da hört's dann auch schon auf. Tränke. Dann können wir noch zwei Bälle kaufen. So, dann gehen wir eben kurz zum Wüstenspot, checken nach, was da für Pokémon ist und dann gehen wir erlösen. Lohnt sich das schon? Ja, ihr seid alles schon erlöst. Ja, es würde sich nur für Roselia drin haben. Was, sie braucht noch eine Weile und die hier sowieso. Mal gucken. Schauen wir uns erstmal an, was wir dabei beim Poképlatz haben. Vielleicht beiß dir noch mal ein Knackleon an. Ich sag doch, es ist wahrscheinlich nur ein Sandorn. Hoffentlich ist es stark, da gibt es zumindest ein paar IP. Naja, immerhin. Oh, wir hätten Eisstrahl nehmen können, das wäre effektiv gewesen. Aber greifen wir physisch an. Sander zu fangen macht leider nicht so viel Sinn. Unsere Foren sind ja schon gut bestückt. Wäre es ein Hauptspross, wäre das was ganz anderes. Aber so als Boden-Pokémon hat es mir einfach nicht genug Schwächen. Ausnahmsweise ist es mal was Gutes, wenn ein Pokémon viele Schwächen hat. Aber gut, wenn wir schon mal in der Gegend sind. Aber wenn wir Luderstein drin haben, müssten wir eigentlich soweit auch alle Pokémon, die wir bis jetzt gefangen haben, in Cryptorbis drin haben. Das ist nicht schlecht. Oh, Mautzi braucht auch nicht mehr lange. Aber wir haben sogar ein Forum noch leer. Und Roselia wird den Grundstein von Forum Nummer 9 legen. Aber ich glaube, wenn wir noch Normal-Pokémon hätten, also 4 Normal-Pokémon insgesamt, können wir einen Cryptorbis nur mit Normal-Pokémon legen. Das geht, glaube ich, auch. Dann hat er auch Maximal-Speed. Der Grundstein ist gelegt. Ja, Mautzi wäre nochmal. Quickle würde sich hervorragend zu Roselia gesellen können. Quickle ist nämlich sowohl stark gegen Roselia als auch schwach gegen Roselia durch den Eis-Bodentyp. Eis ist stark gegen Pflanze, aber Boden ist schwach dagegen. Also kannst du da super mit zu.
Dann haben wir Habitak. Habitak kann da auch super mit zu. Dann können wir nämlich Roselia, Quickel, Habitak legen. Europe wird da nicht reinpassen. Wir bräuchten da was. Ach, da denken wir dann drüber nach, wenn es soweit ist. Ansonsten Habitat könnte halt da auch noch wunderbar für Roselia einspringen. Überlegen, was habe ich gesagt? Roselia, Quickel. Könnten dann Lunastein legen. Und dann Habitak. Dann haben wir Habitak nämlich als schwach gegenüber Gestein, aber stark gegenüber Pflanze. Dann würde das tatsächlich passen. Wenn ich da jetzt nichts übersehen habe. Dann hätten wir das 9. Vorrunde nämlich auch schon voll. Porta Portus hat sich jetzt nicht wirklich verändert, nicht wahr? Hi. Jo, Sefi, Watt hat mir schon davon erzählt. Du möchtest die Wüste durchqueren, nicht? Aber auf deinem alten Roller schaffst du das nicht, richtig? Du willst ihn etwas aufmotzen. Aber Opa ist schon wieder unterwegs und noch nicht zurück. Und nur Opa weiß, welche Zusatzgeräte wir für Roller vorrätig haben. Sehr geehrte Zuschauer, hier spricht Lenny, Direktor von ONBS. Wir melden uns mit einem Sonderbeitrag. Durch das couragierte Angreifen eines Jungen konnte eine Gruppe von Kryptoschergen, die Fennec infiltrierte, zerschlagen werden. Sie sehen in unserem Filmbeitrag, wie der Junge mit seinem Pokémon den Kryptovorstand im Stadion der Stadt in die Flucht schlägt. Team Krypto hatte versucht, die gesamte Stadt zu kontrollieren, indem sie alle Bürger mit den eigenen Leuten austauschten. Auch ONBS war Ziel eines Anschlags durch Team Krypto. Doch obwohl es auch dort zurückgeschlagen werden konnte, scheint Team Krypto weiterhin aktiv zu sein. Die Behörden richten sich warnend an die Bevölkerung und gemeinnützige Organisationen. Man muss mit weiteren Anschlägen rechnen. Wie Sie sehen konnten, kehrt Team Krypto mit Racheplänen zurück. Ganz Ore ist in akuter Gefahr. Wir versichern Ihnen, dass ONBS diese Vorfälle mit größter Sorgfalt untersuchen wird, um Sie über weitere Kryptoaktivitäten zu informieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass Team Krypto erneut Angst und Schrecken verbreitet. Schützen wir den Frieden mit Ore, mit unserem gesamten Mut. Du bist wirklich eine Wucht. Naja, ich wusste schon vorher, dass du so gut bist, aber nicht, dass du gut bist, aber nicht, dass du so gut bist. Und hier stehst du leibhaftig vor mir und gleichzeitig bist du im Fernsehen. Schon ein bisschen merkwürdig, nicht? Hey, ich hab's gecheckt. Du möchtest deinen Roller umbauen, um Team Krypto eins auszuwäschen, stimmt? Mann, die wenigen Male, die Opa mal im Laden ist, kann ich an einer Hand abzählen. Das ist echt zum Heulen. Er ist schon wieder zu diesem Dr. Abakus. Wenn du zu meinem Opa nicht mal in echt erleben willst, dann probier's doch mal da. Tja, dann mal los. Dann gehen wir da als nächstes hin. Meine Güte, wir beide sind uns ja geraume Zeit nicht mehr über den Weg gelaufen. Wie man hört, hast du wahre Heldentaten in Fennec vollbracht. Sehr beeindruckend in der Tat. Weiter geht's im Text. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten zu Dr. Abakus. Und das ist hier. Es wird nicht ungruseliger hier. Halt! Wer da? Schon wieder ein Einbrecher. Warum gibt es hier so viele Einbrecher? Calvin wird dir heimleuchten. Beweg dich nicht vom Fleck. Ich bin Calvin. Calvin ist der einmalige Assistent von Dr. Abakus. Calvin ist auch noch der einzige Assistent. Deswegen auch einmalig. Ach ja, Calvin. Hab Ewigkeiten nicht mehr gegen ihn gekämpft. Ach, wisst ihr noch damals, als wir noch jung und knackig waren? Damals haben wir noch Grün in den Ohren. Ah, der Bedroher vom Garados ist ein bisschen nervig.
Unsere beiden Pokémon kämpfen physisch. Ah, naja. Sonnenkern können wir mit Kraftreserve angreifen. Und du kriegst einen Bodycheck. Oh, es ist effektiv. Das ist nicht gut. Aber, wie immer, falsches Pokémon. Dann sollten wir uns vielleicht gleich mal oben auf Gyarados stürzen, wenn es bis weiter einsetzen will. Das war nur ein Sonnenkern, mehr hatte ich nicht erwartet. Oh, es ist Gyarados auch sein einziges Pokémon, gut. Das passt mir. Und wieder das falsche Pokémon. Richtige Attacke, falsches Ziel. Ernsthaft, die paar KP. Naja. Na, trifft er diesmal richtig? Wieder falsches Ziel. So, du musst es geben. Kelvin hat verloren! Kelvin hat verloren! Kelvin hat verloren! Kelvin wurde besiegt. Oh, das ist niederschmetternd für Kelvin. Kelvin verlangt eine zweite Chance. Kelvin, was soll denn das Geschrei? Geschrei! Au, Dr. Abakus. Kelvin wollte diesem Einbrecher eine Lektion erteilen. Einbrecher? Einbrecher sagst du? Bei Einbrechern darf man keine Gnade zeigen. Lass jedes, welches soeben vollendet, das in die Hand nehmen. Doktor, Sie meinen doch nicht jenes? Oh doch, ich meinte eben jenes. Kelvin hat verstanden. Sie meinen jenes. Und du, mach dich auf etwas gefasst. Es ist gleich um dich geschehen. Da bin ich jetzt aber gespannt. Aha, ich dachte, er lacht. Aber nein. Im Bälde wirst du sehen, was wir für dich in petto haben. Willst du die Flucht? Wähle sie sofort. Sofort. Nein? Es ist weiter in deinem Bestreben zu stehlen und zu rauben. Dann soll die Strafe folgen. Folgen. So sei es. Lasst uns beginnen. Und höre dies, Donnergrollen erfüllt die Luft, trotzdem kein Wölkchen am Himmel zu sehen. Lass Donner den Himmel aufbrechen und die Erde erheben, ich meine erbeben. Nun ist die Zeit gekommen, das ultimative Robo-Pokémon soll sich nun enthüllen. Komm hervor, Robo-Grodon! Los, Robo-Grodon! Juhu, dies ist ein übermächtiger Gegner. Du wurdest gewarnt. Moment. Der einzige Unterschied ist, dass er jetzt in dieser Maschine drin sitzt. Und dass sich sein Flora, also sein Sonnenkämmer eben schnell weiterentwickelt hat. Das Einzige, was er quasi gemacht hat, war, sich in diese Maschine zu setzen und seinem Sonnenkern einen Sonnenstein zu geben. Und er hat sich ein paar Pokémon dazu gelacht. Kümmern wir uns erstmal um das Gyarados. Das Zielen gelernt hat, by the way.
Dieser blöde Bedroher wieder, ne? Na, schießt er jetzt mit Solarstrahlen durch die Gegend? Das würde ich interessant finden. Und nochmal bis. Eine richtige Attacke, mal wieder falsches Ziel. Nein, Milch, nicht zurückschrecken, wir haben doch einen Plan. Da muss Lichtblick das eben alleine machen. Oh, das Pokémon. Das da wollen wir treffen. Irgendwie greift dieses Gyarados gerade sehr randommäßig an. Bin mir nicht sicher, woran das liegen könnte, außer dass die KI mich nicht ganz ernst nimmt. So, das war Gyarados. Ein Hopfrosch. Autsch. Autsch. Wow. Und da sind die Spezialverteidigungen. Gut, dann setzen wir jetzt Eisstrahl auf Hopfrosch an. Das sollte ziemlich viel Schaden machen. Und Kraftreserve Käfer auf Sandflora. Die werden nerven. Denn diesmal hat es überlebt. Oh, abgewehrt, sehr schön. Mal gucken, eventuell nehme ich Lichtblick gleich raus. Ich will nicht, dass es den Gegner weiter Egelsamen gibt. Und Level 34 für Milch. Oh, ein Tropius. Tropius ist auch doppelt schwach gegen Eisattacken. Da wäre es eine Verschwendung, Lichtblick auszuwechseln. Aber Lichtblick braucht gleich dringend einen Trank. Okay, Eisstrahl auf Tropius und ein Trank auf Lichtblick. Leider ist es nicht schnell genug. Wow, da hätte ich mir den Trank auch sonst wohin stecken können. Ja, das hätte es trotzdem überlebt. Und dann überlebst du das auch noch so knapp. Jetzt ist das blöde Sonnenlicht weg. Nicht, dass es irgendwie was gebracht hätte für ihn. So, dann nochmal das Ganze. Schön, Volltreffer. Und Level 36 für Lichtblick. Ein Level noch, dann entwickelt sich's. Na, wir haben jetzt hier klug. Vielleicht werden Lichtblickswerte dann endlich mal ein bisschen besser. Calvin hat verloren. Mit Robocrown verloren. Calvin hat verloren. Aber, wie kann das sein? Mein Robocrown und dir unterlegen? Verwegen! Hä? Oh, bei genauerer Betrachtung, das ist ja Sefi. Lange nicht gesehen. Wie bitte? Unser angeblicher Einbrecher war nur einer von Calvins Bekannten? Nichts weiter als ein Kind. Bah, genug von diesem Unsinn.
Nach dem katastrophalen Versagen des Robo-Grodon erscheint eine Fertigstellung für das Robo-Kyogre wenig sinnvoll. Das würde auch ein Reifer werden. Calvin, sorge dafür, dass Robo-Kyogre von Altwart im Ersatzteilladen gründlich entsorgt wird. Hast du verstanden? Was? Wir stoppen die Entwicklung des Robo-Kyogre? Aus Ende. Finito. Das Robo-Pokémon-Projekt ist abgesagt. Oh, warte, mein Doktor. Bitte, Calvin möchte wenigstens Robo-Grodon behalten. Ach, mein Interesse an jeglichen Robotern, die ich schuf, ist gänzlich erloschen. Tu, was du nicht lassen kannst. Ach, nach all der Arbeit, die wir da schon hineingesteckt haben. Calvin würde gerne wissen, was dich heute veranlasste, herzukommen. Ach, Calvin weiß schon, du möchtest den Mann vom Ersatzteilladen sehen. Altwart ist im Haus, Calvin schlägt vor, du suchst ihn dort. In der Zwischenzeit muss Calvin das arme Robo-Grodon wegschaffen. Ach, Herr Sefi, Calvin hätte gerne eine PDA-Nummer, wenn du bitte so nett wärst. Haben wir eine andere Wahl? Calvin wird Robo-Grodon selbst modifizieren. Calvin würde dann gerne noch einmal gegen dich antreten. Ach. Ich will doch nur, dass mein Roller... Ich suche hier jemanden. Hä? Oh genau, hat mein Robo-Pokémon seine Schwachstelle. Ha, Heureka, ein echtes Pokémon wird nächstes Mal am Steuer sitzen. Ah, oh, Moment, irgendwas an dem Plan wird mir falsch. Ach du, der Kind, dieser Bereich ist tabu. Ach was, ach was. Der Forschungsentwicklerraum enthält nicht länger meine geheime Erfindung. Lass dich dort aufhalten, wie es dir liegt, aber stör Altwart nicht. Was für ein Reinfall. Jedenfalls, bevor wir runterfahren, machen wir jetzt mal eine klitzekleine Pause. Sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich wie immer. Bleibt ciao.